So, jetzt geht es weiter mit den Beta-Blockern. Und das sind eben auch Disease-Modifying Drugs bei der Therapie der Herzinsuffizienz. Hier in der ersten Generation, das sind letztlich die nicht-kardioselektiven Beta-Blocker, haben wir zum Beispiel Sotalol. Das ist hier durch diesen Summit of the Air, kurz SOTA, verbildlicht. Und dann hier rechts an dem Propanolol, die Propanflasche. Und hier sehen wir eben oben rechts jeweils, dass das eben keine kardioselektiven Beta-Blocker sind, denn sie können eben auch über Beta-2 ja ein Diabetes auslösen, können letztlich auch also zu Hyperglykämien führen, sie können letztlich auch eine Bronchokonstriktion machen und eben auch eine Gefäßweitstellung in der Peripherie. So, wichtig ist, dass für Gefäßerkrankungen eigentlich immer kardioselektive Beta-Blocker verwendet werden sollten. Hier sehen wir, das Propranolol wird, also ist lipophil, ne, und wird deshalb über die Leber ja, ausgeschieden, eliminiert. Und Sotalol letztlich über die Niere ist nämlich ein lipophiles Medikament. Bei Sotalol ist interessant, dass das Ganze auch ein Klasse-3-Antiarrhythmikum ist. Das heißt, auf Kaliumkanäle wirkt, wie Amiodarone auch. Und das wird aber eigentlich eher selten eingesetzt. Es kann auch zur Torsade de Pointes führen, also zu einer Herzrhythmusstörung, eine Sonderform der VT, und auch zu QT-Zeitverlängerung, was auch eine Kontraindikation darstellt. Gut, dann haben wir noch bei Propranolol als interessanten Effekt, dass man es eben auch in der thyrotoxischen Krise oder bei Hyperthyreose geben kann, weil es eben die Konversion von T3 zu T4, also die Deiodase hemmt und deshalb da nochmal eine spezielle Indikation hat. Zur zweiten Generation, das heißt den kardioselektiven Beta-Blockern, gehören Atenolol, das ist hier die Athene, dann haben wir Bisoprolol, das ist Bisasam und Metoprolol. Letztlich alles Pokémon, die mich daran erinnern. Genau. Und da ist es so, dass wir immer hier an diesem kleinen Herd sehen wir, dass es kardioselektiv ist. Ne? Da haben wir keine Gefäße, auf die es wirkt. Und wir sehen, die Beta-Blocker werden nicht alle renal oder alle hepatisch eliminiert. Bisoprolol zum Beispiel wird renal und hepatisch teileliminiert. Atenolol nur renal und Metoprolol nur hepatisch. Hier kann man vielleicht erwähnen, dass hier bei Metoprolol, also Mewtwo, hier die Zypresse auf dem Kopf sitzt, weil eben die 2D6 für den Abbau verantwortlich ist und wenn andere Medikamente eben auch dadurch abgebaut werden, kann es zu einer Erhöhung von Metoprololspiegeln kommen und dadurch auch zu Bradykardien und Bradyarrhythmien. Bei Bisoprolol und Atenolol, genau, gibt es jetzt erstmal jetzt nichts Spezielles. Die dritte Generation sind Beta-Blocker, die eine vasodilatatorische Wirkung auch haben. Und die können sowohl kardioselektiv als auch nicht selektiv sein. Hier sehen wir wieder, dass das ein nicht selektiver Beta-Blocker ist. Nicht selektiv sind immer diese Outdoor-Sachen wie Propranolol, Carvediol, Carf, ne, Schnitzen, zwei Messer. Das merke ich mir darüber, über diese Outdoor-Equipment-Gruppe. Und hier ist es so, dass wir wieder 10% haben eben wieder einen Polymorphismus in 2D6 und dadurch kommt es dann zu erhöhten, in dem Fall wirkt es dann nicht, das Medikament. Und das muss man eben im Hinterkopf behalten. Bei Carvediol ist es so, dass es eben noch die Alpha-1-Rezeptoren hemmt, ne, und dadurch eben zu einer Vasodilatation führt. Nebivolol ist der, also hier Nebulak, ist der kardioselektivste Beta-Blocker der dritten Generation und sorgt eben über eine NO-Freisetzung auch zu einer Vasodilatation. Als letztes Celiprolol. Hier haben wir wieder einen kardioselektiven Beta-Blocker und der wirkt eben mit einer intrinsischen, also partiell agonistischen Aktivität beziehungsweise intrinsischen sympathomimetischen Aktivität auch eben für eine Vasodilatation. Was gibt es jetzt für Indikationen? Hier sagt unser Indikationsmännchen, sagt, ich schleiche mich lieber raus. Das heißt, letztlich zum einen muss man es ausschleichen, man muss aber auch einschleichen, also ganz langsam bei diesen Blutdruckmedikamenten, das ist ja ganz klar.
Beta-Blocker haben viele Indikationen, zum Beispiel als Migräneprophylaxe, aber auch beim Glaukom ist es letztlich indiziert. Dann gibt es eben die Hyperthyreose, um natürlich auch die Symptome zu vermindern, aber auch die Konversion von T3 zu T4, also dem in dem Fall natürlich bevorzugt Propranolol zu hemmen, gibt es diese Indikation. In der Akutphase des Myokardinfarktes und auch bei Post-MI-Patienten ist es gut, weil es eben auch den Sauerstoffverbrauch des Herzens senkt und dadurch natürlich auch die Schäden, die letztlich da stattfinden. Dann gibt es natürlich bei Vorhofflimmern oder bei anderen Rhythmusstörungen zur Frequenzkontrolle eine Indikation und bei der arteriellen Hypertonie sowieso. Und dann gibt es noch bei, natürlich, wie wir jetzt gerade lang und breit besprochen, bei der HFrEF die Indikation und bei der portalen Hypertension ebenfalls, da halt entsprechend einen nicht kardioselektiven Beta-Blocker wie Propranolol. Was gibt es für Kontraindikationen? Wichtig ist natürlich beim Asthma bronchiale. Bei der COPD ist es keine Kontraindikation, beim Asthma eher eine relative. Das kommt immer auch auf die Lungenfunktion ab und auf den Bedarf, sozusagen wie dringend man diese Beta-Blocker braucht. Dann bei der Hypotonie natürlich, bei einer akuten oder Bradyarrhythmien. Dann ist es so, dass bei starken Bradykardien oder einer dekompensierten Herzinsuffizienz, da sollte man die Dosis reduzieren. Ist nicht eine komplette KI, also oft reicht es wirklich, die Dosis ein bisschen runterzugehen und dann kann man es weitergeben, weil es eben auch Disease Modifying ist. Wichtig ist beim AV-Block größter ersten Grades, ist das wirklich kontraindiziert und natürlich letztlich auch in der Kombination mit Calcium-Antagonisten vom Verapamil oder Dilithiazem-Typ, die letztlich auch zusammen damit einen AV-Block hervorrufen, weil sie natürlich negativ chronodrom und inotrop wirken und die Überleitung halt auch deutlich vermindern, genau wie die Beta-Blocker und dadurch kommt es zu dieser Wirkung. Da sollte man dann lieber einen Calcium-Antagonisten vom Amlodipin-Typ geben, langwirksame, die eben eher auf die Gefäße wirken. Jetzt noch ganz kurz zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Bei Asthma macht es eben die Bronchokonstriktion. Es kann eine Psoriasis aktivieren, ne, oder auch so triggern. Also nicht wirklich auslösen, da braucht man immer auch eine genetische Prädisposition für. Dann die Hypotonie, das ist natürlich auch eine Nebenwirkung oder Bradykardie, das hatten wir ja gerade eben schon. Wichtig ist, dass es, ich glaube, da muss ich mich korrigieren, im Vorfeld hatte ich, glaube ich, versehentlich gesagt, dass es eine Hyperglykämie machen kann, aber das ist natürlich das Gegenteil ist der Fall. Es verstärkt letztlich eine Hypoglykämie durch den Beta-2 vermittelte Glykogenolyse, die gehemmt wird. Und es kann natürlich auch die Symptome einer Hypoglykämie wie Tachykardie oder Schwitzen oder so dann natürlich durch Sympathikushemmung vermindern und maskieren. Bei einer AVK kann es natürlich noch zu einer Verschlechterung kommen, weil einfach natürlich weniger ankommt mit weniger Schlagkraft und so weiter. Zu guter Letzt gibt es noch die erektile Dysfunktion, die viele beschreiben, die auch dann oft einen Präparatwechsel zur Folge hat, weil es die Lebensqualität zu stark einschränkt. Das war's von den Beta-Blockern. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.